Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Die aktuelle Glossybox ist in der letzten Woche bei mir eingetroffen und in diesem Monat, also im Februar, steht sie unter dem Motto Après Chic. Ich muss ja sagen, dass ich es mit Skifahren und mit Snowboarden und so leider überhaupt nicht habe, denn ich habe zwei kaputte Knie und bin ein extremer Tollpatsch. Das heißt, ich wäre dann die mit dem Skilift nach oben fahren würde, auf der Skihütte 2 bis 3 Aperol trinken würde, um dann betrunken wieder mit dem Skilift runterzufahren. Das ist so meine Vorstellung von meinem persönlichen Skifahren. Was ich ein bisschen schade finde, dass sie die Box rosa gelassen haben. Ich weiß, die Pink Box hatte im letzten Jahr auch eine, ich weiß nicht, ob es auch Après Chic hieß, aber sie hatte auf jeden Fall eine Box mit einem wunderschönen Ski-Snowboard-Design. Also das sah richtig altmodisch und schick aus. Also von der Box war ich total angetan und die habe ich tatsächlich noch bei mir im Keller rumfliegen. Und ja, ich finde, man hätte einfach mehr machen können. Ich meine, hier sieht man das Motto schon bildlich ganz gut eingefangen, aber ich finde, man hätte die Box einfach noch ein kleines bisschen schöner gestalten können. Ich würde das Intro an dieser Stelle jetzt aber schon einmal beenden und euch an dieser Stelle einmal bitten, diesen Kanal hier zu abonnieren. Nehmt euch kurz die Zeit, macht Pause, klickt auf den Abonnieren-Knopf. Damit würdet ihr mich und meinen Kanal auf jeden Fall sehr unterstützen. Denn ja, andernfalls bedanke ich mich an dieser Stelle schon einmal recht herzlich für euer Einschalten und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Unboxing der aktuellen Glossybox. Wir machen es wie immer, wir fangen einmal mit den Produkten an, die jede von uns fest in ihrer Box hatte. Und zwar wäre das zum einen von Dr. Barbour die Hydrocellular Hyaluroncreme. Die kommt einmal in dieser kleinen, ja, wahrscheinlich Tube daher. Und die Produkte von Dr. Barbour finde ich eigentlich so gut wie immer gut. Ich hatte jetzt Retinol-Ampullen. Die fand ich tatsächlich nicht ganz so überzeugend wie die anderen Ampullen, die wir vorher mit in der Box hatten. Aber eine Hyaluroncreme ist immer gut. Die hat auf jeden Fall auch eine gute Größe, um sie ausreichend zu testen. Und die werde ich mir wahrscheinlich auf meinen Hals und mein Dekolleté schmieren. Denn ich bin immer relativ nachlässig, was die Pflege von meinem Hals und von meinem Dekolleté angeht. Von daher Hyaluron, also Feuchtigkeit, können Hals, Gesicht und Dekolleté natürlich immer vertragen. Dr. Barbour ist halt auch wirklich eine teure Marke. Also ich schätze mal, dass diese kleine Tube auch einen guten Preis haben wird. Aber finde ich total ausreichend, um sie mal zu testen. Ist ein sehr schönes Produkt und da freue ich mich auch tatsächlich sehr drüber. Ich muss sagen, dass diese Creme auf jeden Fall perfekt zum Motto Après Chic passt, denn diese Creme soll die Haut vor der kalten Jahreszeit schützen. Denn ihr wisst, wenn es kalt ist, der Haut wird Feuchtigkeit entzogen, sie ist trocken und ich merke es ja selber, man kommt vom Kalten in die Heizungsluft, also meine Haut ist im Winter auch immer super, super trocken. Und diese Creme soll halt vor Feuchtigkeitsverlust schützen und Hautirritationen sowie erste Trockenheitsfältchen bekämpfen. Sie hat einen hochwertigen Dreifach-Hyaluronsäure-Komplex mit drin, die Haut 24 Stunden lang hydratisiert halten soll. HY3-Peptide sollen die hauteigene Hyaluronproduktion unterstützen und natürliche Biopolymere sollen den Feuchtigkeitsgehalt der Haut verbessern, indem sie halt kontinuierlich Feuchtigkeit abgeben. Also ihr merkt, diese Creme ist quasi Feuchtigkeit in einer Tube, was ich wirklich schön finde. Also wenn die Haut, die Winterhaut eins gebrauchen kann, dann ist es Feuchtigkeit. Dr. Barbour ist eine schöne Marke, Hyaluron und Feuchtigkeit kann man immer gebrauchen. Von daher klingt das hier richtig, richtig gut. Bei dem zweiten Produkt handelt es sich um ein dekoratives Make-up-Produkt. Und zwar hatten wir eine kleine Lidschattenpalette hier mit drin. Die ist von der Marke Sophie Aimable. Und von Sophie Aimable hatten wir auf jeden Fall auch schon das ein oder andere Produkt mit in der Box. Das hier ist jetzt die Après Chic Eyeshadow Palette. Also die heißt so, ja, wie das Motto der Box. Und bei der Palette war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Zum einen finde ich die von der Optik,
Ja, tatsächlich so ein bisschen underwhelming. Also haut mich jetzt nicht vom Hocker. Sieht so ein bisschen aus wie die Catrice Five in the Box oder Five in the Box oder die Natasha Denona Paletten. Also jetzt rein von der Länge der Palette her. Und warum ich enttäuscht bin, es ist eine warme Lidschattenpalette. Und ich muss sagen, wenn ich an das Thema Après-Chic denke, denke ich natürlich ja ans Skifahren, ans Snowboarden, aber eben auch an Schnee. Und ich hätte es einfach viel, viel cooler gefunden, wenn wir eine richtig schön kalte Palette in der Box gehabt hätten. Eine mit weißlichen Tönen, mit Blautönen, mit Silbertönen. Also meinetwegen auch hier so eine Fünferpalette mit kühlen Tönen. Also ich persönlich finde die warme Palette für das Motto Après-Chic ein kleines bisschen unpassend, muss ich sagen. Also, ich glaube, im Heftchen stand irgendwas mit feurigen Looks bei der After-Ski-Party. Ja, kann man natürlich auch so sehen, aber ich hätte mir für das Motto Après-Chic einfach eine kühle Palette gewünscht. So eine richtig schöne Frozen-Palette. Damit wäre ich tatsächlich viel, viel glücklicher gewesen. Die Palette so an sich, ja, ist ganz nett. Hat man zuhauf zu Hause, reißt mich jetzt auch tatsächlich nicht vom Hocker, muss ich sagen. Also die hier wird auf jeden Fall weiter wandern, da ich sie einfach nicht ansprechend finde oder nicht so ansprechend finde, als dass ich sie unbedingt in meiner Sammlung haben muss. Wie gesagt, um mich nochmal zu wiederholen, eine kühle Palette wäre schön gewesen, aber die hier finde ich leider unpassend. Es tut mir übrigens leid, ich habe die Marke tatsächlich falsch ausgesprochen. Sie heißt nicht Sophie Emabel, sondern Sophia und Mabel. Nur das dazu. Aber ansonsten steht hier halt auch nicht wirklich viel über die Palette drin. Nur, dass es eben eine Lidschattenpalette mit 5 Farben ist, die ideal aufeinander abgestimmt sind, mit der man sowohl Alltags- als auch Abendlooks kreieren kann. Die Palette kostet 17 Euro. Finde ich persönlich jetzt so ein kleines bisschen zu viel für die Marke, muss ich sagen. Aber wie gesagt, da die hier nicht bei mir bleiben wird, mache ich hoffentlich jemandem anders eine Freude damit. Das dritte Produkt wird leider ebenfalls nicht bei mir bleiben, sondern weiter wandern, schlichtweg, da ich den Duft einfach nicht mag. Und zwar hätten wir hier von This Works die Deep Sleep Body Cocoon Body Lotion, würde ich sagen. Die kommt einmal in dieser, ja, großen Tube daher. Perfekt, um sie auf jeden Fall mal auszuprobieren. Aber ich mag tatsächlich die Deep Sleep Reihe von This Works nicht, denn die Deep Sleep Reihe ist eigentlich zu 100% aus Lavendel und ich mag einfach keinen Lavendelduft. Also ich kann mal schauen, wenn die Body Lotion jetzt natürlich nicht, doch, sie ist verschweißt, das heißt, ich kann jetzt nicht daran riechen. Aber die wird zu 100% nach Lavendel riechen. Und Lavendel ist halt einfach nicht mein Duft. Also mein Mann findet Lavendel, glaube ich, noch gruseliger als ich. Also ich kann Lavendel eigentlich ganz okay riechen. Also es ist nicht mein Lieblingsduft, aber ich ekel mich jetzt auch nicht vor ihm. Aber mein Mann hasst Lavendel. Also mein Mann rennt vor Lavendel weg, wie der Vampir vorm Knoblauch. Also das mag er gar nicht. Von daher nehme ich natürlich auch noch ein kleines bisschen Rücksicht auf ihn und schmiere mich da nicht unbedingt mit einer nach Lavendel riechenden Bodylotion ein. Aber da ich persönlich den Duft eben auch, ja, nicht so klasse finde, wird die hier auf jeden Fall weiter wandern. Glücklicherweise stehen im Magazin die Duftrichtungen und wie ich es schon vermutet habe, besteht diese Creme aus oder hat diese Creme einen entspannenden Duft aus reinen ätherischen Ölen aus Lavendel, Vetiver und Kamille, die eben unter anderem auch dafür sorgen sollen, dass die Schlafqualität verbessert wird. Denn ja, gerade Kamille und Lavendel beruhigen ja auch und ganz viele Einschlafprodukte bestehen ja auch aus der Basis aus Kamille oder aus Lavendel. Aber wie gesagt, ich mag es halt nicht sonderlich. Zudem beinhaltet diese Bodylotion eine Anti-Aging-Supermischung, bestehend aus Shea-Butter, Küstenmeerkohl und Camellia-Sativa-Ölen, die eben die Vitalität der Haut unterstützen sollen. Also grundsätzlich klingt das nach einer wirklich, wirklich schönen Bodylotion und ich creme mich auch tatsächlich vorm Schlafengehen sehr, sehr gerne ein.
Aber aufgrund des Lavendels, ja, wird diese Creme hier auf jeden Fall weiter wandern. So, das waren also die drei Hauptprodukte, die jeder von uns mit in der Box gehabt hat. Und nun kommen wir einmal zu den Alternativprodukten, die eben, ja, zufällig in den Boxen sind. Hier möchte ich ganz gerne mit einem Produkt von Syoss anfangen. Und zwar wäre das das Keratin and Volume Föhnschutz Hitzespray. Das finde ich prinzipiell ganz gut, aber dadurch, dass ich eben meinen Gut2B-Schutzengel seit Jahren verwende und mir ganz liebe Abonnenten in letzter Zeit so viele Mini-Flaschen geschickt haben, sodass ich jetzt eine ganze Armee an Hitzeschutzprodukten bei mir zu Hause habe, wird dieses Spray hier weiter wandern. Prinzipiell hätte ich nicht so viele Hitzeschutzsprays zu Hause, hätte ich es wahrscheinlich verwendet. Aber dadurch, dass ich eben, ja, so viele zu Hause habe, wird das hier weiter wandern. Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem gerne daran riechen. Oh, das riecht gut. Ach Mist, das riecht richtig, richtig gut. Ich habe tatsächlich relativ wenig Erfahrung mit den Syoss-Produkten, denn als Syoss damals rausgekommen ist, hatte ich mir irgendein Shampoo, irgendein Conditioner geholt. Ich kann nicht mehr sagen, welches Produkt das war, da das schon bestimmt 10 Jahre plus her ist. Und ich habe extrem Schuppen davon bekommen. Also wirklich so extrem, dass ich seitdem auch nie wieder ein Produkt von Syoss getestet habe. Also Syoss ist für mich wirklich eine, ja, komplett unbekannte Marke, wenn man so möchte. Aber das Spray, ich muss da echt nochmal dran riechen, das riecht wirklich gut. Das riecht wirklich, wirklich gut. Also, jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil Keratin ist natürlich auch immer schön für das Haar. Und es hat ein Anti-Platt-Volumen-Effekt. Scheibenkleister. Zweimal mehr Volumen. Doch, ich behalte es. Also, dann habe ich jetzt halt noch eine größere Armee. Vielleicht sortiere ich dann einen anderen Nicht-Gut2B-Hitzeschutz aus, den ich vielleicht noch hier irgendwo bei mir stehen habe. Aber ich habe meine Meinung geändert. Das hier riecht gut, es soll Volumen schenken. Volumen kann ich immer gebrauchen, von daher wird das hier auf jeden Fall behalten und ich finde es richtig gut. Ich hatte es ja schon angesprochen, aber dieses Spray bietet natürlich nicht nur den regulären Hitzeschutz bis 230 Grad, sondern auch einen Anti-Platt-Volumen-Effekt vom Ansatz an. Hier sind Keratinelemente drin, die sich kräftigend um das Haar legen und so für ein starkes, gesundes und natürliches Haargefühl sorgen sollen. Also, ja, was soll ich sagen? Ich wollte es zu Anfang nicht behalten, aber es riecht gut. Ich mag, wenn meine Haare Volumen haben. Hitzeschutz ist sowieso ein Produkt, welches ich, ja, bei oder ja, nach jedem Föhnen bzw. bei jedem Glättprozess verwende. Und das ist auf jeden Fall ein Produkt, über welches ich mich tatsächlich sehr freue. Bevor ich mit der letzten Alternative weitermache, möchte ich euch noch einmal schnell ein kleines Goodie zeigen, welches mit in der Box lag. Und zwar ist das von Luvos Heilerde die Clean Maske mit Edelsalbei-Extrakt und naturreiner Heilerde. Diese Crememasken nutze ich persönlich jetzt nicht, aber ich gebe sie entweder an meine Schwägerin weiter oder lege sie in irgendein Verkaufspaket als kleines Goodie. Von daher, ja, Goodies finde ich immer gut, wenn es Gratisprodukte gibt, klar. Und das hier lag eben, ja, als kleines Goodie in der Box dabei. Über meine letzte Alternative habe ich mich tatsächlich ziemlich doll gefreut, da ich schon ewige Zeit einmal etwas von dieser Marke testen wollte. Und zwar hätten wir hier einmal von Lano Lips das 101 Ointment Multibalm drin in der Geschmacksrichtung Erdbeere. Das ist super cool. Also ich wollte schon ewige Zeiten einmal ein Produkt von Lano Lips ausprobieren, da meine beste Freundin mich quasi so ein bisschen damit angefixt hat. Und die Geschmacksrichtung ist in Erdbeere. Ich liebe Erdbeere und vor allem liebe ich diesen künstlichen Erdbeergeschmack, wie er eben so oft in Lippenstiften, Lippenpflegestiften, Peelings vertreten ist. Also so künstlicher Erdbeergeschmack und ich, wir verstehen uns und das ist wirklich ein Produkt, über welches ich mich ziemlich, ziemlich doll freue. Ich habe tatsächlich auch nur Gutes über Lano Lips gehört und ich brauche halt auch wirklich viel Pflege. Also meine Lippen sind
Ach, die sind so reptilienmäßig. Ich kann machen, was ich will. Ich creme die schon sehr sorgfältig ein, schmier mir immer Vaseline drauf. Dann ist auch erstmal alles gut. Aber sobald ja, der Tag seinen Lauf nimmt und der Abend dann kommt, sind meine Lippen wieder rissig, spröde, trocken etc. Also ich habe wirklich ultra empfindliche Lippen und bin immer auf der Suche nach einem schönen Lippenpflegestift. Das hier ist jetzt ja ein Balm. Das heißt, es kommt wahrscheinlich in so einem kleinen Tübchen. Aber ja, damit kann ich auch auf jeden Fall leben. Im Prinzip mag ich alle Arten von Pflegestiften, außer eben Lippenöle oder die Produkte, die man aus so einem kleinen Tiegel mit dem Finger entnehmen muss. Von daher, das hier ist richtig, richtig gut. Ich werde das jetzt trotzdem einmal öffnen. Ja. Oh ja, das riecht richtig volle Möhre künstlich nach Erdbeere und ach, ich finde es einfach super. Ich finde auch den kleinen Karton putzig. Da sind nämlich nochmal so kleine Erdbeerchen drauf und ihr merkt es, ich finde das Produkt grandios. Also das ist wirklich eine richtig, richtig schöne Überraschung, über welche ich mich sehr gefreut habe. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich eigentlich nur Positives über Lano Lips gelesen habe und der Text im Magazin, ja, klingt ebenfalls sehr, sehr positiv, denn der Balsam hier soll eben nicht nur dafür sorgen, dass die Lippen ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt werden, nein, er soll auch praktisch dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit eingeschlossen wird und die Lippenhaut praktisch den ganzen Tag über hydratisiert wird. Plus soll man ihn auch beispielsweise auf die beanspruchte Nagelhaut oder auf die rauen Ellenbogen schmieren können, da er eben auf natürlicher Basis von Lanolin, er besteht quasi auf der Basis von Lanolin und soll somit eben die extrem trockenen Stellen optimal mit Feuchtigkeit versorgen. Ja, klingt gut, aber ich werde diesen Balsam tatsächlich nur auf den Lippen tragen, da ich mir jetzt nicht unbedingt so ein nach Erdbeer duftendes Zeugs auf die Nägel oder auf den Ellenbogen schmieren möchte. Von daher, für die Lippen klingt das absolut top und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich diese Alternative in meiner Box hatte. So, das waren meine beiden Alternativen, die ich in meiner Box hatte, aber es gibt natürlich noch das ein oder andere Produkt, was es alternativ noch gegeben hätte. Und zwar hätte man beispielsweise bei dem This Works Produkt alternativ noch ein anderes Produkt haben können. Ich hatte ja die Deep Sleep Body Cocoon Body Lotion und alternativ hätte man das Morning Expert Hyaluronic Serum von This Works mit drin haben können. Ja, ich muss sagen, mir wäre das tatsächlich relativ egal gewesen, da ich beide Produkte nicht verwendet hätte. Von daher, ja, kann ich mit meiner Body Lotion ganz gut leben. Dann hätte es von Dove einen Badezusatz gegeben, nämlich einmal das Bad- bzw. Duschgel Glow oder die Duftrichtung Renew. Finde ich ganz gut, dass ich das nicht in der Box hatte, denn wenn, hätte ich das als Badezusatz verwendet und baden gehe ich so gut wie nie. Also von daher wäre das bei mir tatsächlich vergebene Liebesmühe gewesen. Dann hätten wir einen Alverde Naturkosmetik Matte Lipstick in der Farbe Coral Chic drin haben können. Bin ich auch ganz froh, dass ich den nicht hatte, denn Korallentöne und ich, auch wenn der Lippenstift jetzt eher so ein bisschen pink aussieht, ach, wir können nicht so gut miteinander. Alverde wäre jetzt auch nicht meine Lieblingsmarke gewesen, von daher ja, bin ich ganz froh, dass der nicht in meiner Box war. Von We Are Paradox hätte man eine Detox Restorative Hair Mask mit drin haben können. Das hätte ich cool gefunden. Also die hätte ich tatsächlich sehr gerne mit in meiner Box gehabt, da ich We Are Paradox eigentlich ganz cool finde als Marke, muss ich sagen. Von Polar die Genuine Lapland Hand Cream. Passt perfekt in die Box rein, aber dadurch, dass ich Polar nicht so mag und aktuell wirklich genug Handcremes bei mir zu Hause habe, ja, bin ich auch hier froh, dass ich sie nicht mit drin hatte. Und zu guter Letzt, Gott sei Dank, von Balance Me hätte es noch die BHA oder das BHA Exfoliating Concentrate gegeben. Und ihr wisst es, Balance Me und ich, wir können nicht miteinander. Also es ist eine Marke, die ich tatsächlich sehr, sehr langweilig finde, die leider immer wieder häufiger in den Boxen zu finden ist. Aber ja, das waren die restlichen Alternativen und ich muss sagen,
ich hatte richtig, richtig Glück. Also ich hatte ja das Föhnspray und das Lippentreatment mit drin und es hätte nicht besser passen können. Also ich habe genau die beiden Alternativen mit in der Box gehabt, die ich am liebsten in der Box gehabt hätte. Und ja, ich bin, was die Alternativen angeht, richtig, richtig zufrieden. So ihr Lieben, wir wären einmal am Ende des Unboxings angekommen und ich muss sagen, dass mir die Box ziemlich gut gefallen hat. Also ich hatte in diesem Monat richtig Glück, gerade was die Alternativen angeht. Ich hatte es eben ja schon gesagt, ich hatte die zwei Alternativen drin, über die ich mich am meisten gefreut hätte. Und ja, also was die Alternativen angeht, bin ich total glücklich. Von den drei Hauptprodukten kann ich immerhin eins gut verwenden, nämlich die Hyaluroncreme von Dr. Barbour. Die Palette finde ich ein bisschen unpassend, die wird weiter wandern. Und von der Bodylotion, die ich prinzipiell ganz gut finde, mag ich einfach den Duft nicht. Aber alles in allem war das eine für mich richtig gelungene Box. Die Produkte haben eigentlich relativ gut zu dem Motto gepasst, also mit der Hyaluroncreme, das Lippentreatment, das passt natürlich gut in den Winter rein. Die restlichen Produkte könnte man irgendwie wahrscheinlich auch noch dem Winter zuordnen, aber alles in allem war es eine wirklich schöne Box. Man hatte Make-up mit drin, man hatte was für die Haare drin, für die Lippen, für das Gesicht, für den Körper. Also es war eine richtig, richtig gute Mischung an schönen Produkten und ich bin tatsächlich richtig, richtig zufrieden mit der Box. Mich würde an dieser Stelle natürlich wie immer interessieren, wie euch die Box gefallen hat. Hattet ihr denselben Inhalt? Was hattet ihr für Alternativen? Welches This Works Produkt hattet ihr? Das könnt ihr mir unten in den Kommentaren sehr gerne einmal dalassen. Ich bin ja immer neugierig, ja, was die anderen so in ihren Boxen hatten. Denn wir wären jetzt auch tatsächlich am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich wie immer recht herzlich für euer Einschalten und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Und würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne, schöne Restwoche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao!